So, eine Stunde später, ich versuche nochmal mein Glück und rufe jetzt mal die Svenja an. Ich bin gespannt, was lacht ist. Hallo? Ja, Svenja? Hi! Hi, ich sehe aber dich noch nicht, Schnuckelhase. Warte. Kurz. Mach kurz Licht an. Ah, siehst du mich? Nee. Warte mal ganz kurz. Ich hab dich auf... Ich sehe dich auf Standbild. Warte mal. Ja. Nee, jetzt sehe ich dich. Du musst unten die Kamera vielleicht. Da ist doch unten ein Mikrofon und eine Kamera und der Telefonhörer. Ja, warte mal. Klick mal auf die Kamera. Oh Gott, wo ist die denn? Unten links, gell? In der Mitte ist die, Svenja. Das ist der Knopf in der Mitte. Warte, ja, jetzt kommt was. Ja, jetzt sehe ich Minions. Ich sehe dich. Hey! Ja, perfekt! Svenja, Schatze, wie geht's dir? Gut, und dir? Ja, es geht so, ja. So Corona-bedingt nicht ja, so gut, ne? Ja, es ist ein bisschen nervig, die ganze Scheiße, wenn man ehrlich ist, ne? Also, es ist ein bisschen... Weißt du, was bei uns im Edeka hat meine Mutter erzählt, wenn ich jetzt mit meiner Mutter zusammen einkaufen gehe im Edeka, muss sie dann Einkaufswagen mitnehmen. Ja, habe ich gehört, ja. Ja. Wegen den Abständen machen die das. Ja, aber wenn man zu zweit ist, ich meine... Ja, da darfst du gar nicht zu zweit rein, darfst du gar nicht. Da darfst du zu zweit gar nicht rein. Ja. Ja gut, es ist im Endeffekt auch ganz gut, dass die Leute nicht so auf sich drauf husten und niesen. Svenja, erzähl mal, deine Haare sind schon länger geworden, oder? Ja, gell, guck mal, da. Wow, aber jetzt sieht man das Herzchen schon gar nicht mehr so richtig. Ist ja schon ein bisschen schade, sieht man dein Herz. Ja, finde ich auch, ich hab gedacht, hoffentlich wachsen. So schnell, okay, ist auch jetzt okay, ja, aber mir hat es mir noch besser gefallen. Du kannst ja wieder kommen, dann kann ich sie dir wieder abschneiden am nächsten Mal, ne? Ja, wenn ich wieder kommen kann, gerne. Klaro, ja, es ist schon mühsam, gell, momentan, die ganze Situation ist so ein bisschen depri, ne? Ja, aber bei euch wird halt irgendwas gesagt, aber bei uns halt, bis irgendwas mal rauskommt. Ja, die Merkel hat aber was gesagt, so, liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, hat doch die Merkel gesagt, ja. Ich wende mich an Sie. Oh. Na, also bei uns, der Kurz ist schon lange im Amt. Ne? Nee, Spaß beiseite, der Kurz macht schon einen guten Job. Ich meine, bei uns ist jetzt ja so, dass wir aktuell bis Ende April, da sollen die Baumärkte öffnen und dann Mitte Mai sollen erst wir wieder aufsperren. Und das finde ich jetzt. Warum noch offen, die Baumärkte? Echt, ja, aber ich muss sagen, Baumärkte sind für mich so ein richtiger Pool von Bakterien, wenn ich mir das so überlege, ja. Oder? Ja. Also ich weiß auch, warum man das offen lassen muss. Damit die Leute was zu bauen haben, ja? ja. Manche bauen ja Scheiße den ganzen Tag und andere eben bauen irgendwas auf. Svenja, wie geht's dir den Piercings? Sehr gut. Also die haben am Anfang wehgetan, die am Ohr da. Ja. Aber jetzt gar nichts mehr. Okay. Und ich schlafe immer noch mit dem Piercingkissen. Ja. Und es ist wunderschön, wirklich. Und an der Lippe gar nichts. Also das war das problemloseste Piercing an der Lippe. Drück mal bitte kurz mit der Zunge von innen dagegen. Ja, also ich beiß nicht. Nee, aber drück mal bitte dagegen. Drück mal so dagegen. Ja, in die Kamera. Ich sehe es in der Kamera nicht gerade. Andere Seite. Ja. Okay, lass mal locker jetzt. Zunge wegtun. Ja, die Länge ist okay soweit noch. Ich meine, die Lippe ist schon noch geschwollene Nasenring. Gefällt mir auch ganz gut. Dreh mal den Kopf zur Seite, dass ich den Nasenpiercing besser sehe. Sehr schön, hast doch keinerlei Wildfleisch, gar nichts. Und die Ohren, zeig mal die Ohren, die eine Seite. Schön, ein bisschen ruhiger halten. Du musst den Kopf zurücktun ein bisschen. Ja, so, stopp. Ja, das Anti-Helix gefällt mir gut. Inner Conch hat auch Spiel und das oben des Conch auch. Andere Seite vom Ohr, bitte. Da habe ich nichts. Ach so, dann müssen wir was ändern. Ja, sehr schön. Nee, sieht also alles schön aus, sieht alles gut aus. Machst du jetzt das geil mit dem Handy oder mit dem iPhone oder mit dem iPad? Mit dem iPad. Ja, sehr gut. Ja, hat ja endlich geklappt, also es war eine Katastrophe. Ja, aber es war gar nicht so schwer. Ich habe mich einfach gesucht, weil du hättest Svenja Winter und das wusste ich nicht. In meiner Bio, da stand Svenja Winter und irgendwie wusste ich das, habe ich vergessen. Und dann habe ich dich einfach gesucht und dann hatte ich dich. Schön. Ja, gut. War gar nicht so schwer. Ich habe gerade auch mit E-Mail und so, aber ich habe dich einfach gesucht, habe dich dann gesehen, und dann habe ich dich angeschrieben. Hast ja voll gesehen.
Ja, sehr gut. Nee, schön. Also das hat gepasst. Ich bin froh. Ich habe jetzt noch einen Anruf nach dir. Es ist echt Ja. momentan noch schwer. Du bist jetzt die allererste, Svenja. Wow, hat es mit anderen immer noch nicht geklappt? Nee, ich warte jetzt noch auf ein Mädel, wo ich dann nochmal anrufen kann. Du, manche sind auch auf Arbeit. Einer hat geschrieben, sie ist irgendwie Arzthelferin und kann Ja. quasi nicht, weil sie jetzt, die ist in der Praxis. Es ist natürlich nicht so einfach dann, dass jeder irgendwie Ja. jetzt Zeit hat, wenn ich gerade anrufe, aber ich kann natürlich auch nicht nachts um 10 irgendwie die Leute anrufen, weil da habe ich, möchte ich auch mal meine Ruhe haben. Aber Ja. es ist immer ganz Ich habe gut. die ganze Nacht, weil ich war, ich konnte irgendwie nicht schlafen. Ich habe gestern Nachmittag geschlafen, Okay. weil wir erst um 8:30 ins Bett gekommen sind, weil wir Horrorfilme geschaut haben. Dann war ich einen halben Tag, habe ich geschlafen, habe ich heute Nacht nicht geschlafen, irgendwie so war das. Und jetzt habe ich gerade noch so eine halbe Stunde, Stunde geschlafen, habe mein Handy zum Glück angelassen. Auf einmal klingelt das, da warst du dann dran. Ich Na, habe nämlich siehst du. mal auf einen Anruf gewartet von Sky. Und dann Schön. hatte ich zum Glück mein Handy angehabt. Und der Hörer ruft mich jetzt an, da warst du das. Und da war ich so verschlafen gewesen. Und dann habe ich erst verstanden, dass du das bist. Ja, Hat mich macht ja so nichts. gefreut. Na, schön, meine Schöne Grüße Liebe. von meiner Mama noch, gell? Ja, danke, danke. Sag's zurück. Du, Und das Video ist mega geworden. schön, oder? Wie findest du das Feedback Ja. von den Leuten? War tolles Ja. Feedback immer, Richtig ne? gute, positive Nachrichten. Hätte ich nie gedacht. Ja, die anderen Videos kommen ja noch von dir, ne? Ja. Aber ich finde richtig gut, dass keiner irgendeinen negativen Kommentar geschrieben hat. Das hat mich so gewundert. Ja, hat mich auch sehr gefreut, weil ich habe ein bisschen Angst ja gehabt. Das weißt du ja, war meine große Ich auch, Angst. ja. Ja, schon, aber ich habe wirklich befürchtet, wirklich gedacht, dass so ein Kommentar kommt. Aber du Aber da bist kann mir einfach, gar weißt du, du nichts. bist auch so eine, muss ich sagen, du bist so ein bisschen ein Vorbild für viele geworden, auch für mich so ein Danke, bisschen, ja. wo ich sage, weißt du, du hast schon viel, viel, viel Mist in einem doch sehr kurzen und jungen Leben erlebt, wenn ich ehrlich bin. Ja. Und hast aber eigentlich, und es ist schön, so eine Lebensfreude behalten und eine Selbstironie. Und das ist ganz wichtig. Ja. Und wir klagen alle viel auf sehr hohem Niveau und beschweren uns wegen nichts und wieder nichts. Und du hast wirklich viele Handicaps im Leben gehabt und auch immer noch mit deinen Augen. Und nimmst das Leben trotzdem als lebenswert und schön. Und das, finde ich, macht mir Mut, macht vielen Mut. Und das kommt auch in Schön. unserem Video rüber. Also deswegen, da wirklich nochmal, mein Gruß an dich, finde ich echt toll und hat auch echt Spaß gemacht. Ja, ich war auch sehr schön bei dir. Also ich freue mich schon wieder, wenn ich zu dir kann. Ja, Ich ich war hoffe, dass zwar mal jetzt wegen diesen Corona und Quatsch mich selber auch bald. gefreut, aber Ja, der Corona-Mist ist ja, du, das ist schon irgendwie alles. ich habe am Anfang, weißt du, ach ja, China ist halt China, weit weg. Und dann waren so, Ja. ja, 4, 6 Fälle in Deutschland, ja, Bayern ist Ja, auch genau. jetzt nicht Ja, und dann ist es wahr. so viral geworden, ne? Ja, das ist aber jetzt so, dass wenn es uns im Dezember erzählt hätte, werden alle gesagt, nee, das gibt's nicht, das stimmt Nö, hätte nicht. keiner geglaubt, ja. Naja, es ist Ja, aber zart, du, das ist aber jetzt so, da weil müssen wir jetzt ich bin durch. angeschlagen wegen Immunsystem. Meine Mutter ist jetzt 61 geworden und da habe ich auch ein bisschen Angst, weil sie muss immer noch putzen in ihrem Job, weißt du? Und da ist sie auch mit Bakterien und trotzdem sind noch immer ein paar Leute dort unterwegs und da habe ich auch immer Angst, dass irgendwas, kann ja immer irgendwas sein. Okay, bei uns sind jetzt knapp 100 Fälle, glaube ich, oder über 100 Fälle im Tauberkreis. Aber es trotzdem, wird trotzdem immer mehr Naja, halt. letztlich hat es immer noch Gott in der Hand, wer was kriegt und nicht. Ja. Nummer eins, Nummer zwei. Selbst wenn du jetzt irgendeinem bei der Straße über den Weg läufst, ist die Chance, wenn du den kurz an dem vorbeiläufst, dass du das auffängst, jetzt auch nicht so riesengroß. Ja. Also ich glaube, dass halt, dass es auch schon viele hatten und wir das gar nicht wissen. Weil überleg mal auch, was ich Kontakt hatte. Ich meine, bei mir sind jetzt 3 Wochen quasi rum. Am Du Samstag hast jetzt. nichts. Werden es am Samstag, wenn es 3 Wochen, heute ist Dienstag. Und ich habe nichts, aber natürlich, ich bin mir sicher, ich hatte einige Leute auch aus Skigebieten, die gesagt haben, hallo hier, ich bin im Skigebiet hin und her, ah, da ruft gerade eine andere an. Also, und von dem her ist es so, wo du sagst, mein Gott, also ich glaube, da gibt es eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer und ich denke, es gibt halt auch viele Leute, wo das absolut easy peasy geht. Und ich hoffe, dass wir irgendwann wieder back to normal haben werden, Ja, ja. es muss halt dieser Impfstoff rauskommen und der Medikament rauskommen. Ja, genau, das ist das eine, natürlich, klar. Und ja, und da muss die Immunität in der Bevölkerung natürlich auch stattfinden. Na, schauen wir mal. Ja, Svenja, aber aber ich du habe hast. jetzt schon wieder Bock, ein Piercing stechen zu lassen. Ich weiß Sehr ja schon, was ich geil. wahrscheinlich als nächstes möchte. Schön. Du hast Ja. aber eins, du hast also mit den Piercings kein Problem gehabt. Das eine war mal ein bisschen Überhaupt geschwollen am nicht. Anfang, glaube ich. Haben wir ja nochmal geschrieben.
Das war aber soweit okay. Ich glaube, die Lippe war einmal so ein bisschen dicker, oder? Und dann ging es eigentlich, ne? Ja, die ersten zwei, drei Tage und dann ging es eigentlich. Super. Aber der Stab halt am Anfang, wo es geschwollen war, total komisch. Habe ich immer drauf gebissen. Ja, das ist normal. Klar, das passiert und jedem. Und jetzt gar nichts mehr. Das kennt jeder, also, wenn er da konnte ich Brötchen, konnte ich kaum essen, weil ich immer drauf gebissen habe. Okay. Und jetzt gar kein Problem mehr. Cool. Ja gut, meine Liebe. Und ich finde es voll cool, die Idee mit dem Desinfektionsmittel, was du gesagt hast. Ja, da sind wir dran. Das wird, das ist genau, da sind wir dran. Für alle, die jetzt denken, was erzählt die Svenja da, ihr müsst Marks Club abonnieren, dann würdet ihr auch von unserer Desinfektionsmittelsache wissen. Das ist nämlich eine Insider-Info für Marks Club. Und deswegen an jeden, der das noch nicht gemacht hat, bitte abonniert uns mal bei Marks Club, man werdet da Mitglied. Und dann könnt ihr auch diese Videos, die eigentlich nur für die Clubmitglieder sind, abrufen. Svenja, Maus. Ich bin ja noch kein Clubmitglied. Nicht? Dann wird's Zeit. Schau's ja, dir mal an. Ich muss gucken, mit, wo du sagtest, mit Gutschein. Na, das ist ganz easy. Ich muss mal schauen, ob ich das hinkriege, weil bis jetzt brauche ich noch nichts, weil ich ja mit dem Piercing-Größe noch nicht weiß. Schau, mach so, du musst ja nichts bestellen, du kannst auch einfach nur die Pflegeanleitung bei uns gratis downloaden und meldest dich einfach dadurch für den Club an. Du kannst quasi einfach jetzt auf www.piercing-mega-store.de gehen, gibst die Pflegeanleitung, die kostet gar nichts, in Warenkorb, gibst als Gutscheincode eben Club Mark ein. Dann sagt er, der kostet eh nichts, aber es kostet auch nichts, so oder so nicht. Und dann hast du quasi, bist du automatisch drin. Und wenn es nicht klappt, schickst du mir per Insta nochmal ein Mail, dann lasse ich dich manuell hinzufügen. Nur das ist für unsere Jungs komplizierter, als wenn du es so machst. Aber das kriegen wir hin. Ja. Okay, Svenja, wenn noch was ist, meldest dich. Vielleicht skypen wir nochmal die... Ich kann jetzt nicht spontan zum Termin kommen, aber wenn ich dann bei euch in Wien wohne, verschiebt sich ja auch alles. Ja, verschiebt sich alles. Wir können ja nochmal in Kontakt bleiben. Vielleicht nochmal, wenn nochmal ein Problem ist, können wir nochmal skypen. Gerne. Und ich wünsche dir alles Gute, sag Grüße an die Mama, schön, dass es geklappt hat. Danke, war schön mit dir zu reden. Ja, gleichfalls. Meine schön, Liebe, danke. Hau rein, Svenja, bleibst gesund, ciao. Ciao. Sehr cool, das war's. Sehr, sehr geil. Weiß ich nicht, gefühlten 500 Anläufen haben wir es endlich geschafft, mal ein Video zu kriegen. Und das war die Svenja, die kennt ihr aus unserer Haar-Challenge, wo wir die Haare abgemacht haben und ich bin sehr froh, dass es geklappt hat und jetzt habe ich endlich mal nochmal jemanden zum Anrufen und das werdet ihr natürlich im nächsten Video sehen, ob das klappt und wie das klappt. Ich danke euch fürs Zuschauen, das war Marks Piercing Soforthilfe für heute. Ihr seht, wir können auch einfach locker plaudern, ein bisschen quatschen, ich kann euch eure Fragen beantworten, wir können über ihr Constellations sprechen, über eure Ideen, eure Wünsche für Piercings oder einfach so ein bisschen Fachgesimpel, ja. Ihr wisst ja, wir können über alles sprechen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Stay home, stay safe, stay healthy. Euer Marc.